Der amerikanische Außenminister Christian Hörter stattete Berlin einen Blitzbesuch ab. Im Rathaus trug er sich in das Goldene Buch ein. In einer Ansprache betonte er, dass die USA ihre Verantwortung gegenüber Berlin nicht vergessen werden. I assure the Berliners that the United States will not forget its responsibilities toward Berlin in this or any other respect. Anschließend war der Außenminister dabei, als die Zeltenallee in John Foster Dulles Allee umbenannt wurde. Und am Abend flog er wieder zurück nach Genf zu weiteren Verhandlungen. Sozusagen in die Höhle des russischen Bären begab sich US-Vizepräsident Nixon. Anlass der Reise war die Eröffnung einer amerikanischen Ausstellung in Moskau. Nixon sieht seine Aufgabe im Wesentlichen darin, seinen Gastgebern ein klares Bild amerikanischer Politik zu vermitteln. Kurz zuvor war Ministerpräsident Chruschtschow noch in Warschau gewesen. Hier hatte er an den Feiern zum 15. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik Polen teilgenommen, deren optischer Höhepunkt eine große Parade war. Unruhige Tage gab es auf Kuba. Nationalheld Fidel Castro hatte vorübergehend sein Amt als Ministerpräsident niedergelegt. Er erreichte damit die Abdankung von Präsident Urrutia und die Einsetzung des neuen Präsidenten Dorticos. In einer vierstündigen Marathonrede hatte Fidel Castro temperamentvoll seinen Standpunkt dargelegt. Der Toblitzsee in der Steiermark war Schauplatz einer Schatzsuche. In 70 Meter Tiefe lagen seit 14 Jahren Kisten mit englischen Pfundnoten. Was hier ans Tageslicht kam, gehörte zur größten Falschgeldaktion der Weltgeschichte. In der letzten Phase des Krieges waren auf Befehl Himmlers von KZ-Häftlingen diese Banknoten gefälscht worden, um die Wirtschaft Großbritanniens noch im letzten Augenblick zu ruinieren. Das Kriegsende war dann das Ende vom sogenannten Unternehmen Bernhard. Freiburg im Breisgau hatte einen Gast aus dem Morgenland, König Saud, den Herrscher über 7 Millionen Menschen in Saudisch-Arabien. Mit großem Gefolge, zu dem auch ein Koch gehörte, war er gekommen, um in der Universitätsklinik seine Tochter Prinzessin Nof zu besuchen. Bei einem Galadiner saß neben dem König der junge Kronprinz. Saud der Erste dankte der Stadt und den Ärzten für die ausgezeichnete Betreuung seiner Tochter. Nahe dem Chiemsee gibt es eine Kuriosität. Mitten in Oberbayern liegt ein Gestüt, das reinrassige Araber züchtet. Die Zuchtväter des Vollbluts, die zu den edelsten Pferden gehören, fühlen sich offenbar auch fern ihrer orientalischen Urheimat ausgesprochen wohl. Thank you.
Ein Spazierritt auf diesen prächtigen Arabern ist jedenfalls angenehmer als ein Reitversuch auf Amerikas wilden Mustangs. Beim kalifornischen Rodeo waren freilich die Pferdereiter noch relativ gut dran. Für die hoffnungsvollen Stierbändiger war es wesentlich schwerer und auch gefährlicher. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Stuttgart gab Bundespräsident Heuss das Zeichen zur Anzugserleichterung. Das Thermometer kletterte nämlich im Schatten bis auf 30 Grad. Eine Sensation gab es über 800 Meter. Nicht der favorisierte Paul Schmidt machte das Rennen, sondern der junge Peter Adam. Er siegte in einer Minute 50,8 Sekunden. Auch der Sieg von Willi Glotzbach im Hammerwerfen mit 59,44 Metern war eine Überraschung. Erstaunlich das Comeback des eigentlich schon abgetretenen Heiner Will. 76,54 Meter weit warf er den Speer. Karl-Heinz Wegmann gewann das Kugelstoßen mit 17,36. Und in der gleichen Disziplin war Marianne Werner mit 14,78 Metern wieder einmal nicht zu schlagen. Sieg im Diskuswerfen für Dieter Möhring, 50,98 Meter. Der Blitzstart von Anni Bichel entschied den 100-Meter-Lauf der Frauen. In 12,2 siegte sie vor Jutta Heine. Die 80 Meter Hürden gewann die Weltrekordlerin Zenta Kopp in 10,8. Den Kampf der Stabhochspringer gewann Klaus Lehnertz mit 4,30 Meter. Theo Püll sprang genau 2 Meter. Der frischgebackene Weltrekordler Martin Lauer siegte über 110 Meter Hürden bei starkem Gegenwind in 14 Sekunden. Die 100 Meter ohne den verletzten Hari wurden zum Duell zwischen Germa und Lauer. Manfred Germa holte sich in 10,5 Sekunden den Meistertitel. Und dann gab es lebhaften Beifall für unseren Bundespräsidenten, der sich mit humorvollen und beherzigenswerten Worten vom deutschen Sport verabschiedete. Als ich Bundespräsident geworden war, hat meine Frau, die eine kluge Frau war, mir gesagt, du wirst einen herben Kampf zu führen haben gegen den Schlager, der Theodor steht im Fußballtor. Ich habe ja gesagt, liebe Elli, keine Sorge, damit werde ich fertig. Indem ich gleich sagte, der Theodor steht im Fußballtor. Die anderen haben dann dummerweise gemeint, er stehe im Bundestor. Also, ich bin also auch im Bundestor gestanden und ich bin zwar nicht ein Trainierter, aber immerhin ein einigermaßen geschickter Torwächter gegenüber manchem gewesen in diesen 10 Jahren. Das nennt man eine plebiszitäre Bestätigung eines Selbstlobs. Wenn ich von dem Sport etwas Schönes sagen will, so ist das,
die Gemeinde des neidlosen Ehrgeizes, wo man dem anderen den Sieg nicht missgönnen, sondern sich an der Leistung des anderen freuen können. Was ich eben gesagt habe, stimmt nicht für jeden, aber jeder soll es sich merken.